Im letzten Part haben wir diesen kleinen roten Schandfleck hier gebaut. Das heißt, die Hopfenfarm und die Brauerei. Und heute wollen wir uns darum kümmern, dass wir die Weizenfarmen aufbauen. Und damit wünsche ich einen wunderschönen guten Tag hier bei Foundation mit eurem Bobers. Ich habe auf jeden Fall, ich bin ja so ehrlich, ich habe schon mal hier einen angerissen. Ich mache tatsächlich die Weizenfarmen direkt hier daneben. Ich mache quasi hier so ein richtiges Weizengebiet. Und ich wollte auch noch nicht, ich bin tatsächlich immer noch auf der Pause seit dem letzten Part. Ich wollte nämlich das Geld hier nicht unbedingt zu sehr rausstellen. Ich habe zwar hier Zierbäume hingestellt und das hat mich natürlich auch irgendwas gekostet. Aber ich möchte natürlich auch noch ein weiteres Bauern-Dingsbums hier, Forsthaus, nee, nicht, Quatsch, Weizenfarm bauen. Und möchte dann auch hier dazwischen gleich eine Mühle noch mit herstellen. So, ich bin mir jetzt nicht sicher, hat das Ding jetzt zwei Eingänge? Jo, das hat hier den Stehen-Eingang und diesen Eingang. Und zum Weg hin würde ich aber sagen, wäre doch dann das nicht schlecht, oder? So. Ja, genau. Machen wir einfach so. Und ich hoffe jetzt, die Windmühle kann ich die... Nein, die hat 100 Kosten. Da habe ich jetzt natürlich ein bisschen zu viele Bäume gekauft. Aber es wäre zumindest jetzt schon mal etwas, was wir haben. So, und von daher lassen wir das jetzt halt auch gleich wieder losrennen. Ich mache mal diese Dinge hier weg. Und auch, Moment, das da weg. So, weil da müssen wir eh warten, bis das jetzt gebaut ist. Arbeitsplatzliste ist eigentlich auch nicht schlecht, wenn wir die mal offen haben. Dann können wir mal gucken, dass wir die Träger haben ja schon gemacht. Da fehlt ein Marktmitarbeiter. Immer noch. Jo, jetzt kommen wieder zwei neue Passanten hinzu. Das ist gut. Es wäre interessant, wie hoch die Attraktivität generell von dem Dörfchen ist. Und ob ich dann noch irgendwie Verzierungen machen muss, weil eben was fehlt, das neue kommen. Das sieht man leider nicht. Naja, ist halt so, ne? So, maximale Kapazität 6 Leute. So, super, da ist jetzt wieder eine gegangen. Ich weiß nicht wo. Wir brauchen auf jeden Fall den Marktmitarbeiter. Bei welchem Markt eigentlich? Bei dem hier. Jetzt aber gerade so ein... Das schlechte Wetter ist vorüber. Ja, welche Erleichterung. Ja, ich hatte da bei dem vorletzten Part, da war doch dieses Unwetter. Dann hatte ich während des Unwetters nochmal eine Nachricht wegen dem Unwetter, was kommen soll. Und hatte dann nachher nochmal eine Nachricht, dass Unwetter kommen soll. Ja. Und ja, dann war irgendwann das erste Unwetter vorbei. Und auch das zweite. Und es war... anscheinend war jetzt ja der Regen, der noch da war, immer noch ein Überbleibsel von diesem Unwetter. Na ja, gut. So, aber Brauerei ist fertig. Achso, die Brauerei ist fertiggestellt. Okay, aber die Brauerei interessiert mich jetzt gerade noch nicht. Ich würde erst einmal sagen, hier und der da, der Sammler, das wären eigentlich so die wichtigsten, wenn ich jetzt halt noch jemanden habe. Dann natürlich hier noch mit rein. Also halte ich mir den Brauerei mal hier vor Augen. Da steht hier der Brunnen. Das heißt, die können auch relativ schnell dahin. Ein Brunnen vor der Wohnungstür ist natürlich immer besser. Aber geht halt nicht. So. Ich hoffe, dass die Holzfäller hier tatsächlich das Holz hier abroden. Ansonsten müssten wir schauen, dass wir da nochmal einen Holzfäller herpacken, der uns dann das quasi abholzt. So, wir haben sehr viele sehr viel Hopfen. Haben wir den Kräuter auch so viele? Ja, wir haben auf jeden Fall jetzt einiges. Ich glaube, ich komme nicht drum rum. Wir machen das jetzt auch, bevor ich da lang warte. Okay, null schließen sich an. Wir bauen zum einen mal eine Holzfäller-Ding hier hin. Wir bauen auch einen Holzfäller dahin. Hier so mitten rein, würde ich sagen. Und den weisen wir dann nur zwei zu. Den weisen wir dann nur zwei Holzfäller zu, die dann im Grunde von den... Ach, der Markt ist fertig. Hm.
Der Markt ist fertig, ja super. Ja, die Wege sind jetzt schon etwas länger, ne? So, und zwar der hier. Und da kann ich jetzt dann quasi Kräuter verkaufen. Aber wir brauchen auch hier einen Marktmitarbeiter. Naja. Wir kommen da schon hin, wo wir hin wollen, würde ich sagen, ne? Fertig, die Weizenfarm. Ja, wir haben noch keine Leute, aber die kommen schon. Wir haben die Geschwindigkeit auf jeden Fall auf 3 laufen, was schon mal ganz gut ist. Von daher müssen wir halt einfach immer wieder mal probieren. Die 2 Weizenfarmen sind fertig, das ist natürlich sehr schön. Holzfällerlager ist fertig. Ei, ei, jetzt kommt alles auf einmal. Das packe ich mir jetzt mal da oben hin, weil die Brauerei ist jetzt ja nicht so dramatisch. Ja, doch. Wir müssen ja das ganze Hopfen verarbeiten, ne, was wir da haben. Okay, Holzfällerlager. Das heißt, gehen wir in die Arbeitsplatzliste. Gucken mal, wo sind die Holzfäller? Da. Gehen wir mal daher. Und dann tun wir hier mal einen rausschmeißen, Antoine. Und dann schauen wir uns das hier mal an. Und da hauen wir jetzt einfach irgendwie Nona weg. Ups. Achso, der ist, ja, da ist keiner zugewiesen, ist klar. Jetzt halt aber. Und der andere war dann der hier oben. Und da ist auch schon zugewiesen. Nein. Das war der. Okay, und das war der hier. Wir haben jetzt 2 Holzfäller, okay. Naja, gut, ist egal. Kann es sein, dass das dann automatisch passiert, wenn ich jetzt halt neue Dorfbewohner bekomme? Das sollten wir mal im Auge behalten, weil das ist nämlich auch interessant. Antoine. Okay. Okay. Der Brauer. Jetzt haben wir den Brauer zugewiesen. Das passt ja. Ups. Ich habe es jetzt gerade schwarz auf meinem Bildschirm. Ja, jetzt ist wieder da. So, bei den Kräutern können wir... Also beim Markt können wir noch keinen zuweisen. Das wird aber auch noch. Jetzt läuft halt gerade wieder mal ein bisschen schleppend. Aber ist ja auch nicht schlimm. Da kann man ja auch mal einen Schluck Kaffee trinken. Also auch nur mal zur Info. Ich produziere ja vor, das wisst ihr. Und in dem Fall produziere ich tatsächlich vor bis einschließlich dem Montag. Weil am Sonntag ist eigentlich so ein partfreier Tag. Weil da, irgendwo brauche ich ja auch mal einen Tag, wo ich frei habe. Und von daher ist es eigentlich meistens der Sonntag. Also wenn, dann kommt eventuell House Flipper und Dragon Quest. So, nur mal so nebenbei als Info, während wir hier warten, dass hier endlich mal ein paar Dorfbewohner reinschneiden. Jawohl, da sind sie doch schon, die 2. Müssen natürlich auch erst einmal ins Dorfzentrum laufen. Komisch, hier steht immer wieder welche rum. Ich weiß bloß nicht, was die machen. Naja gut, solange die dann daherkommen und irgendwas kaufen, ist das ja in Ordnung, ne? Jetzt? Nein. Das Gute ist, wir haben es ja auf Stufe 3 schon laufen. Also kommen die ja relativ schnell dann bei uns an.
Ja, aber so langsam wird es richtig schön unübersichtlich. Also hätte ich es nicht gebaut, würde ich wahrscheinlich Ewigkeiten brauchen, um mich hier zurechtzufinden. Ah, jetzt. Gut. So, jetzt bin ich nur mal gespannt, ob die denn hier fällen. Ja, fällen tun sie wahrscheinlich schon, ne? Bloß wo bringen sie dann das Holz hin? Die müssen das ja ewig Holz schleppen. Das heißt, wir sollten auch noch ein Lager bauen. Lagerhaus. Da haben wir ein Lagerhaus, aber ich würde sagen, wir machen da trotzdem noch mal eins hin. Tja, und gerade da, wo wir auf Null sind, ne? Yep, gut. Hat sich das schon mal gelohnt. Ein Gesandter. Und wir helfen jetzt diesmal wieder dem Volk. So, Brot bevorraten. Dass die glücklich sind. So, und was braucht man noch essenstechnisch? Also auf jeden Fall müssen wir schauen, dass wir hier die Farmen einteilen. Machen wir das ja dann gleich mal. Und dann eben auch die Mühle noch herstellen. Deswegen würde ich jetzt sagen, wir warten mal, bis das dann soweit ist. Dann mache ich auf Pause und dann stellen wir hier dazwischen nochmal eine Mine. Eine Mühle, nicht eine Mine, eine Mühle. Man merkt, dass ich wahrscheinlich ein bisschen sleepy bin, gerade im Moment. Problem ist, ich bin immer noch angeschlagen, immer noch krank. Und da ist es natürlich schwierig, sich dann irgendwie auf den Beinen zu halten, aber ich möchte euch halt auch nicht enttäuschen. Ja, die Ressource ist gesperrt, das stimmt. So, dann machen wir hier mal Pause. Und Windmühle. Gut, dann stellen wir nämlich die. Die kostet doch nur 100. Ach so, muss ich ja erstmal hier. Zack, abschließen. Dann können wir nämlich hier die Mühle dazwischen stellen. Na, ruhig so. So. Gut. Dann können wir es auch wieder weiterlaufen lassen. So, dann. Wäre es super, wenn die Holzfäller auch tatsächlich dahin gehen. Dorfbewohner verlässt mich. Alles klar. Ich habe es zur Kenntnis genommen. Na komm. Achso, den habe ich schon offen. Alles klar, warte mal. Dann machen wir hier mal. Ja, also hier wird auf jeden Fall dann abgebaut. Ich sollte allerdings auch das Abbaugebiet hier auf der Seite machen. So. Ja, leider halt ein bisschen Warterei. Das lässt sich aber fast nicht vermeiden bei dem Spiel. Vor allem, wir haben ja noch von den Einkünften her ein Minus. Und da weiß ich halt echt nicht, wie ich das dann rausbekommen soll. Ne? In der Taverne wird nichts ausgeschenkt. Ich weiß aber auch nicht, ob die eher Wein ausschenken würden. Da habe ich aber nur vier. Gut, wir kriegen neue Dorfbewohner. Das würde heißen, dass wir uns beim Kloster auch darum kümmern müssen, dass wir den Honig hinstellen. So ist gut. Vielleicht lasse ich es auch jetzt erst einmal einfach ein wenig rennen. Das wäre, glaube ich, auch nicht verkehrt. Einfach mal ein wenig abwarten.
Und dann in der Hoffnung, dass wir auch da ins Plus wandern. Es ist schon echt traurig, dass die 5, die 4 im Grunde ausreichen, um jeweils die Scheune zu bedienen. Na gut. Militärmission ist verfügbar, okay. Gebäude fertiggestellt, Lagerhaus. Was ist das da? Machen wir 2. Und dann machen wir hier rein. Und zwar Holz. Ja. Holz. Dann machen wir da aber auch Holz. Jetzt halt vorerst nie nicht Bretter. Holz. Gut. Dann ist hier auf jeden Fall erst einmal dafür gesorgt, dass das passt. So, die sind fleißig am Fällen. Dann ist ja alles gut, ne? Wir haben 2 Träger. Wenn die jetzt halt noch anfangen würden, hier durchzulaufen, dann wäre das Ganze natürlich wesentlich sinnvoller, ne? Okay. Wir müssen ja noch unsere Felder einzeichnen. Da würde ich sagen, das machen wir jetzt mal. Gehe ich allerdings auf die Draufsicht, also auf die Vogelperspektive. So, Erntefeld anzeichnen. Gut, damit wäre das erste gemacht. Dann würde ich sagen, machen wir hier noch den zweiten. Und? Hallo? Weizenfarm? Ah, jetzt. Erntefeld einzeichnen. Und das machen wir jetzt halt quasi bis dahin. Okay, und dann sollten die auch, wenn ich dann Arbeiter drin habe, dementsprechend anfangen zu säen. Okay. Gut, das war's dann. Dann haben wir zumindest mal 2 drin, das ist ja auch schon mal was. So, jetzt haben wir auf jeden Fall die Mühle fertig gebaut, schon mal. So, gut. Für heute denke ich, es reicht auch erstmal. Ich werde es wahrscheinlich noch ein bisschen laufen lassen, das Game. Können wir eigentlich einen Handelsbonus noch rausholen? Nee, gerade im Moment nicht. Okay. Jo. 2 für an sich, alles klar. Na gut. An der Stelle machen wir jetzt tatsächlich den Cut. Ich lasse das noch ein bisschen weiterlaufen, dass wir ein bisschen vorwärts springen. Und ich müsste auch mal gucken, was müssen wir eigentlich jetzt noch so alles bauen. Naja gut. Ist auf jeden Fall noch einiges zu tun. Wir sind ja im Grunde noch so mittendrin in dem Game. Und ich bin mal gespannt, vielleicht kommt ja nochmal der ein oder andere Patch. Mal schauen. Jedenfalls, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und verlasst bitte nicht das Dorf, so wie der Dorfbewohner jetzt gerade. Und ja, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. In dem Sinn, macht's gut. Ciao, ciao.